der größte Plants vs. Zombies Garten, wo wir zwei uns haben einen epischen Moment. Ein epischer Moment. Ich spiele Rosie. Ich habe noch nie Rosie im Multiplayer, glaube ich, gespielt. Noch nie. Ich habe die halt alle Level 10 gemacht. Im Singleplayer-Modus. Aber im Multiplayer habe ich, glaube ich, noch nie richtig gespielt. Und das machen wir jetzt einfach mal. Aber hier, zack, daneben. Sehr gut. Machen wir den hier. Hab dann wieder mal ein bisschen hier die Gegend. Schauen wir mal, was wir drauf haben. Vielleicht machen wir den Kill. Und dann sehen wir der Koala. Soll das ein Koala sein? Ich glaube ja. Wird schon Koala sein. Ja, die Reaktion von ihm. Ziemlich nice. Also ich bin kein Fan. Also an sich ist Rosie okay. Aber ich finde halt die Feuervariante und die Eisvariante total useless. Die Giftvariante und die Stammvariante ziemlich gut. Und die Party Rosie, keine Ahnung. So. Aber ich könnte die eigentlich öfter spielen, eigentlich. Aber ich weigere mich halt immer noch so ein bisschen. Warum auch immer. Aber an sich kann man eigentlich nichts mehr gegen sie sagen, nachdem sie halt so genervt wurde. Ist mir die Verteidigung aufgestellt. Putz, einmal die Ziege. Putz. Einmal den hier. Dann wurden wir weggetackelt. Aber ich muss mal gucken. Die meisten Kills aus dem Team. dass ich hier meine Quest mache. Und hier ein paar Dinger beschwöre. Ich bin extra durchgelaufen. Ein paar Dinger beschwören. Ein paar haben wir ja schon durch die ganzen Pack-Openings. Aber noch nicht viele halt. Ach, Mist, daneben. Ah, Mist, ich wollte gerade ins Enigma reingehen. Aber selbst im Enigma bist du ja nicht unsterblich. Sondern einfach nur immun gegen einige Sachen. Ich ging alle. Wäre jetzt so einfach. So, noch ein bisschen Kraut geholt. Da ist hier jemand. Geil. Putz, da wurde der Garten eingenommen. Der Typ ist eine Ziege. Ist wo er wäre. Leute, den haben wir bekommen. Der Koala rastet aus. Der Koala. Ist jetzt Kokos Dirk oder Kokos 38 Irk? Irkel. Steve. Verstehst du? Steve. Ah, der ist schon down. Leute, der hat gerade gerufen, der war instant down. Das Enigma ist ziemlich stark gegen die, gegen die Wichte. Weil die ja so wenig Leben haben und das Enigma halt 20 Schaden macht, glaube ich. Das ist schon ziemlich stark. Sieht man aus nicht. Ja, ich will den nur den Telefon. Also viel. Oh Gott, da waren erst drei Brands. Einer draußen, den ich geslowt habe, einer stand da oben, einer an der Seite. Ach du Scheiße. Also gegen Dry Brand. Kannst du keinen Teleporter auf Schau stellen, definitiv nicht. Aber. Der war schlecht. Kannst du immer sehr schlecht einschätzen. Zack, da ist eine Ziege. Und da ist er tot. Der Koala-Bär. Er rastet aus! Ist hier übrigens legendär. So kurz erwähnt haben. Fällt mir gerade so ein. Lol. So, jetzt haben wir mal den Teleporter. Plus die dazugehörige Verteidigung. Die haben wir so logischerweise auf, um den Teleporter auch. Ja, laufen zu halten.
Lol. Ah, Mist daneben. So, machen wir das Schild noch weg. Mal schauen, wo wir es reißen können. Alles schon down. Ich bin nämlich nicht die beste Variante dafür, einfach in den Garten reinzulaufen. Wäre ja schon ziemlich, ja. Nein, haben nichts gesagt. Ich frag gleich mal. Wir könnten hier auf den Ramsey. Ah, Mist, der war verkackt. Ah, nicht getroffen schon wieder. Hätte mich auch gewundert, wenn ich getroffen hätte. Aber den kriegen wir noch. Ich muss doch wollte schon sagen, ich muss die Vorlage bekommen. Dann kam es noch, dieses Bing. Und die Garten ist eingenommen. Nice, ein Autowarp. Nice. Ich verstehe nicht, was Leute gegen Rosie haben. Was skillen? Er muss einfach nur treffen können. Er muss nicht machen. Putz. Kleine Ziege, du. Also, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute gegen Rosie haben. Ich habe 12 Kills. So gesehen zum ersten Mal. Richtig, vor allem zum ersten Mal seit dem Patch. Sieh da. Keine Probleme. Wutz, der ist nochmal geslaut. Sehr wichtig, sehr wichtig. Dafür ist Rosie ultra stark. Na, für diesen Suit und Range Slow. Und ein paar Kraut beschwören wegen der Mission. Mist! Ich hab. Ich weiß nicht, warum es mich getötet hat. Ich bin hochgesprungen. Wäre das mein Ding gewesen, wäre ich der Brains gewesen, ich hätte niemals den Kill bekommen. Niemals. Ich wäre dann wahrscheinlich auf jeden Fall verstorben. Nennt es mal verstorben. Na komm, oh, ist ein Kill. Versuchen erst ein bisschen aufzuräumen, bevor wir den Teleporter aufstellen. Lol. So, können wir jetzt mal bitte den Teleporter aufstellen? Ohne gestört zu werden. Vielen Dank. Jetzt waren Erfahrungspunkte, die würde ich schon ultra gerne mitnehmen, weil es sind echt viele. Kann man sagen, was man will, 200 Erfahrungspunkte ist ultra viel. Und dann haben wir jetzt Level 5 und. Mist! Ich will nochmal eine Mission machen. Hier fehlt noch ein Ding. Ein Kristall, weil da oben ist einer. Der natürlich auch auf. Ah, die ziehen mir die ganzen Pflanzen weg. Wie voll unfair. Kennst du das schon am Mobbing? So. Ups. Keine Ziege. Also tot. Läufer schießen da auf mich. Halt. Oh. Holy, 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 holy. Gisch. Ah. Oh. Natürlich sterbe ich noch. Aber der Lobby ist wieder voll und sieht ziemlich gut aus. Putz mal nur den hier. Aber nichts laut. Dann hier vorne noch den. Na. Das Schild dann halt eben.
Alles wertvolle Erfahrungspunkte. Warte, den Weg da vorne, den können wir noch kriegen, ja. Ziege. Also mit der Ziege, wenn du den Ziegen verwandelst und jemand killt die Ziegenabschuss, dann mal gut Erfahrungspunkte auch für den Spieler. Das heißt, dementsprechend supporten wir auch. Also den hat durch den Ziegenabschuss nochmal mehr Erfahrungspunkte gegeben. Also sehr wichtig. Leute, schon bauen. Alter. Das scheint schon not bad. Putz. Tut mir leid, Kollege, aber das ist ein Ziegenabschluss, 50 Erfahrungspunkte. Nochmal so bonusmäßig kriegst und es ist halt schon einiges. Jetzt teleport das dort hinten. Ich werde mal in die Richtung gehen. Jetzt einfach so randommäßig. Ich laufe immer in die Richtung automatisch. Ich glaube, so in den verschiedenen Gärten habe ich so überall einen bestimmten Weg, den ich immer lang laufe. Ne? Zum erklärlichen Gründen. Dann machen wir das hier mal. Ja, Keks, du Fruchtzwerg. Hat er mich nicht gesehen? Die Koala. Ist auch nicht schlecht. Aber vor allem die Geräusche finde ich cool. So. Putz. Der eine ist tot. Putz. Mist. Aber nicht gut, nämlich ist laut. Mit Gutan, also jetzt nicht gerade, weil er hat ja nur 9%, aber er hat ja genau danach, als ich tot gestorben, als ich tot gestorben bin. hat er Schaden bekommen, hat man gesehen, der Mais ist über ihn gesprungen, etc. Also macht den Mais, auch leichter, seine Gegner zu treffen, wenn die geslaut sind. Und dann kommt zum Beispiel der Nexus Hut. Ja. Einfach den hier. Zack. Ist geslaut, gestunt. Und down. Ah, Mist, die Ziege war scheiße. Okay, er läuft raus. Er ist tot. Putz. Noch ein bisschen was rausgeholt. Ich glaube, wir haben eine Dreier-Serie gerade kurz gehabt. Ich wollte ihn wiederbeleben, im Garten. Das sind die besten Leute. Manchmal funktioniert es logischerweise. Aber du bist danach meistens wieder instant down. Jetzt. Der war genauso gut wie meine Abschüsse immer. Putz. Ist er geslowt? Nein, ist nicht geslowt. Lol. Putz, Ziege. Ziege. Stirb doch einfach, Ziege. Schade. Schade, ich wollte die Ziege noch haben. Ich habe 21 Kills, Alter. Holy, die ist voll gut, die Rosie. Die ist übertrieben gut. Die Leute beschweren sich immer. Sag mal, Rosie ist jetzt voll schwach, voll scheiße. Alter, Leute. Lernt mal Rosie spielen, spielt jetzt zum ersten Mal. Lol. Die Ziege ging auch durch. Wecke die Ziege in dir. So eine Art. Los. Ah, schade. Fühlt das auf Ranch schwierig zu treffen. Aber auch da kannst du treffen. Das Teleporter ist auf der. Ist da unten drin. Ist okay. Nicht schlecht.
habe den zu spät geslaut. Ich wollte eigentlich ein Ziel infizieren, aber hat irgendwie nicht funktioniert. Ziege! Aufpassen, ich habe nur sehr wenig Leben. Ist mich tot. Doch nicht. Ah. Okay, da, die verteilen den Teleporter. Das ist gar nicht gut für mich, weil ich gerade ziemlich alleine bin. Need help. Kann den Typen einziehen. Arena. Den. Ah, oh, toll, der hat's geblockt. So. Ist schon mal geslowt. Ist schön drauf da. Er läuft weg. Das heißt, er hat nicht mehr viel Leben und er hat den Süd aufgegeben. Daneben getackelt. Ach, da war noch ein Wicht. Ich dachte, was trifft mich denn die ganze Zeit? Ich habe den Wicht gar nicht gesehen. War ziemlich weit behind gewesen. Wir sind kurz am Finale. Echt krass. Mir als Supporter, easy. Ich glaube, jetzt kommt. Teleporter nenne ich jetzt meins. Ups, nein, ich habe die Ziege nicht getroffen. Ich habe die Ziege nicht getroffen. Ah, fuck. Wenn ich die Ziege getroffen hätte, hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Man hat nur 100 Leben. Ist mir nicht aufgefallen die ganze Zeit. Kam mir nicht so vor. Na los, jetzt aber. Nein, geh doch nicht zu. Wieso? Oh. Darf ich jetzt mal bitte kurz den Suit, den Teleporter aufstellen? Irgendwie sehr verbunden. Ich kann zwar gegen den Suit jetzt alleine nichts ausrichten, ne, weil. Oh doch, hat mir immer geholfen, der Mais. Korrekt. So, hier draußen war auch noch welche. Hier war einer. Auf der anderen Seite war noch einer. Hallo! Oh. Putz! Ach, komm schon. Was für eine Enttäuschung. Lol. Ich hatte gar nichts mehr, der Arme. Oh Gott, der auch nicht. Und der Suit hat überlebt. Schade, ich dachte, er wäre fast down gewesen. Missklick, ja. Ich geh mir, ich hab 26 Gels. Holy Macaroni. Super, das ist schon kaputt. Wollen die mich verarschen? Egal, gehen wir wieder aufstellen. Dann sind wir Level up. Hallo. Man muss hier springen, ja, weil es überall so kleine Punkte gibt. Und wenn du springst, bist du tot. Das ist praktisch so, dass Gesetz der Mondbasis. So. Level 7. Hallo, spring doch. Wir sind drin. Wir sind drin. Bin in der Luft. Das sind Ziege. Das ist ein Wicht. Das Hut lebt immer noch. Das Hut ist down. Und wir haben verloren. Ohne mich können die das niemals einnehmen. Holy. Ist es das wirklich? Immer noch extra Zeit. Immer noch extra Zeit. Teleporter, ne? Immer noch? Immer noch? Nein. Oh, war das knapp.
Guck, wo das steht. Guck, wo das steht. Das steht genau an der Grenze. Bist du ganz kurz rausgelaufen wahrscheinlich beim Kämpfen. Ja, das ist sehr ärgerlich. Ultra ärgerlich. Aber wir sind weit gekommen, definitiv. Rosie. Uli. Rosie. Alter. Das ist ja mal die vollste Maschine. 27 Kills. Alter, ich habe die zweitmeisten Kills. Drittmeisten. Ich gerade aus mit 30. Also, wow. Hab nie was gegen Rosie gesagt. Alles gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.